Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben bei Sienna und Jen. Also wir haben zwei Rettungskapseln sind abgestürzt und wir haben sie gleich mal gefangen und verarztet und hoffen jetzt mal natürlich, dass wir die sie rekrutieren können. Das sind zwei Frauen, glaube ich. Weiblich und weiblich, ja. Okay, gut. Und ja, wir wollen noch oben noch ein paar Wohnungen fertig bauen, weil Wilfried momentan noch auf dem Boden schlafen muss. Da wir zwei weitere Kolonisten noch dazu bekommen haben. Aber naja. Und natürlich, ja, die ersten Mahlzeiten werden jetzt endlich gekocht. Das ist auch wunderbar. Das freut mich. Na, Sienna. 38% Chance und immer noch nicht rekrutiert. Sieht's bei dir aus? Wir können mal gucken, ob wir dich schon anwerben können. Genau, der Batterieraum ist auch halb fertiggestellt. Jetzt erstmal noch hier eine Tür hin und dann natürlich noch hier ein Stromkabel. Wunderbar. Gut. Wie sieht's denn aus mit den Überlebensrationen? Nicht so viele. Naja. Ah. Kanim hat erfolgreich Sienna angeworben. Wunderbar. Dann kommt hier mal Kolonistenbett wieder raus. Und wo ist er denn? Sienna. Schauen wir mal, was kannst du denn gut? Also kannst furchterregende Dinge verweigerst du. Das heißt wahrscheinlich, du kannst auch nicht löschen. Ja. Kochen kannst du. Okay, lassen wir dich als Koch mal drin. Bauen. Reparieren. Landwirtschaftlich musst du dich nicht betätigen. Gärtner kannst du sein, ja. Träger, Forscher brauchen wir dich auch nicht. Ansonsten, kreativ bist du ein bisschen, naja. Okay, dann bist du erstmal ein bisschen Bergarbeiter. Auch wenn du es nicht sehr effektiv bist. Okay, 40% Chance, Jen anzuwerben, das ist sehr hoch. Wunderbar, dann haben wir jetzt gleich 5 Kolonisten. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. So, das natürlich auch noch abbauen. Gut. Sieht's von der Nahrung her aus, haben wir nichts momentan. Da müsste Kanim sich gleich mal drum kümmern. Würdest du mir den Gefallen tun? Du betest? Okay. Okay, Sienna kann ja auch kochen, dann ist das kein Problem. Hauptsache, die Kolonisten verhungern jetzt nicht. So, hier gleich noch eine Batterie hin und... Na, kann ihm. Oh, die Arbeit ist schwer. Du hast den Abschluss einer Vorratskapsel registriert. Vielleicht findest du etwas Brauchbares im Wrack. Fleisch. Oh, das ist sogar sehr viel Fleisch. Da müssen wir mal gerade gucken. Wie sieht's aus mit unseren zwei Köchen? 5 und der andere, Sienna, hat 7. Okay, dann wäre ich doch mal dazu verleitet, eine leckere Mahlzeit zu kochen, für immer. Ja. Kann zwar unser einer Koch nicht kochen, aber wir kriegen dafür gute Mahlzeiten. Wunderbar, und das nächste Bett ist auch gleich möglich zu bauen. Andreas will noch Jen rekrutieren. Ob das klappt? Ja, das hat geklappt. Wunderbar. So, Jen. Was kannst du? Oh, wunderbar. Im Bergbau bist du gut, im Schießen bist du auch gut. Du bist auch sehr kreativ. Kochen kannst du... Ah ja, was hast du denn? Prothesenphobie. Jen ist der Meinung, dass der menschliche Körper aus gutem Grund limitiert ist. Sie findet bionische Körperteile unethisch und unerschütterlich. Jen besitzt große mentale Stärke und hält selbst solchen Stressstand, der andere schon lange zerbrochen hätte. Auf jeden Fall bist du mal unser Bergarbeiter oder unsere Bergarbeiterin. Und du einfach sehr gut bist darin. Und was brauchen wir dich noch? Als Koch könnten wir dich zwar auch einstellen, lassen wir aber erstmal. Ja, Bergarbeit reicht. Da hast du genug zu tun. So, du schläfst hier jetzt in der Kälte, oder?
Wir wurden geschlafen, wenn du nackt bist, du sehr kalt ist dir. Ja. Es ist klar, wenn du im Kühlschrank schläfst, dass dir kalt ist. Naja. Okay, machen lassen wir die Bergarbeit hier mal noch überall. So. Und so. Okay, wunderbar. Die zwei Räume auch noch fertig gebaut gleich. Noch das Holzbett hier hin. Okay, noch die Lampen. Sind die nochmal hier? Stehlampe hier, eine Stehlampe da und natürlich brauchen wir jetzt auch noch ein. Wow, das hätte mich fast erschrocken. Aber das sind nur eine Vorratskapsel. Was haben wir da Schönes? Reis. Ja. Wunderbar, den nehmen wir gerne. Danke, liebe Vorratskapsel, dass du so nah hier abgestürzt bist. Okay, wunderbar. Stromversorgung steht. Vier Bergarbeiter. Wunderbar. Alles läuft nach Plan. Und leckere Mahlzeiten, zwei Stück. Ein verrücktes Tier. Ein Eichhörnchen ist verrückt geworden. Es wird jeden angreifen, den es sieht. Okay, das ist ziemlich nah. Machen wir uns alle mal bereit. Nahkampfangriff. Und ihr beiden natürlich auch. Andreas, Nahkampfangriff. Karin auch bald bitte Nahkampfangriff. Okay. Wilfried muss mal versorgt werden. Das kann Andreas machen. Wunderbar. Was wir jetzt noch brauchen, ist auch noch eine Schlachtplatte. Machen wir mal hier hin. Gut. Sehr gut. Wunderschön. Aufwachen, liebe Kolonisten. Jen, du darfst gerade mal noch dieses Eichhörnchen töten. So. Dann kann nämlich einer von den Kochs die Aufgaben mal übernehmen und die Kreatur schlachten. Mache für immer. Ist eigentlich mit dem Fleisch aus. Da unten müsste doch noch mehr liegen. War das denn? Oder ist das schon alles aufgebraucht? Wahrscheinlich nicht. Dann gucken wir gleich mal, wo sie hier hinläuft. Ja, hier liegt noch mehr. Dann nehmen wir das ganze Fleisch bitte mit. Da liegt noch 29 und 22. Sienna, du darfst auch nochmal das Fleisch mitnehmen. Gut. Die Batterien laden sich auch auf, sehr gut. Also haben wir mehr Strom, als wir benötigen. Okay, als nächstes bauen wir vielleicht noch, zwar schon Geschütze bauen. Haben aber noch nicht. Bauen erstmal noch. Wo ist es denn? Eine Funkanlage. Eine Funkanlage hier hin und das orbitale Funkfeuer. Ohne Hitzewelle hat angefangen. Hoffentlich beeinflusst es die Kolonisten nicht zu sehr, dass die Tiere durchdrehen. Okay, machen wir die Lagerzone vielleicht mal hier hin. Okay, das abreißen. Die Lagerzone noch ein bisschen hier vergrößern. Und natürlich auch in die Richtung. Dann zwei so. Und oh, ein Angriff. Muss man gleich mal gucken. So. Hier. So, und fehlt noch irgendwas? Ja, hier unten fehlt noch eins. Und hier oben auch noch.
Ah, die Lagerzone ist ein Ticken zu groß. So, wunderbar. Okay, dann schauen wir mal, wo der Angriff ist. Eine Gruppe Stammesglieder, Mitglieder der Comba Gabello, Gabella sind in der Nähe. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Wie viele sind's denn? Mal schauen. Oh, nur einer. Haben wir Glück gehabt. Hallo Redfields. Und wir haben natürlich einen untätigen Kolonist. Shen, wieso bist du untätig? Wie wär's mal, wenn wir noch. Bauen wir noch ein paar Wohnungen. Wenn wir schon. Scheint nichts zu tun haben, Jen, dann kannst du noch mehr Wohnungen bauen. Und vielleicht oben drüber auch nochmal ein paar. Dann haben wir erstmal vorgesorgt. Okay. Was brauchen wir noch? Funkanlage haben wir. Also mal gucken, was Chen noch kann. Chen, reinigen können wir dich auch noch lassen. Okay, und natürlich, wir brauchen jetzt langsam auch mal einen Labortisch. Den setzen wir mal hier hin. Gut, dann steuern wir das Ganze mal und hoffen, dass der jetzt bald mal angreift, der Redfields. Was kann er denn alles? Er kann sehr gut schießen. Er ist ein Jogger. Er ist also schnell, er ist sogar hart arbeitend und Anti-Alkoholiker. Und er ist ein guter Arzt. Wunderbar, den brauchen wir auf jeden Fall. Und Bergbau können wir ihn einstellen. Sehr gut. Dann komm mal, Redfields. Na gut, da kommst du. Okay. Dann machen wir uns mal bereit. Warum blinkt die Übersicht? Wen nehmen wir denn noch mit in den Kampf? Andreas. Ihr zwei. Redfields hat einen Bogen. Oder? Ah ne, er hat einen Stahlklöppel. Okay. Vielleicht sollten wir trotzdem noch die anderen, noch zwei in den, an den Angriff schicken. Noch ein Angriff. Eine Gruppe Piraten der Todmannschaft sind in der Nähe. Sie greifen direkt an. Nochmal drei Stück. Was haben die alles? Die haben ein bisschen mehr. Die haben Stahlklinge, eine Schrotflinte und noch eine Schrotflinte. Okay, schauen wir erstmal, wie wir mit dem einen hier zurechtkommen. Was hat. Ah, da ist der Strom leer aus. Na, komm schon. Wilfried. Oh, wunderbar. So. Krankenbett gefangen und dann holen wir mal Redfields. Sehr schön. Den Stahlknüppel. Dann gehen wir den. Wie sieht's bei dir aus, Chen? Ah, du bist nackt. Ah, das ist schlecht. Stahlknüppel nehmen wir mal. Wer ist denn nochmal? Andreas ist unser Arzt. Dann behandel bitte mal den Redfields. Kommen die anderen drei? Aha, Doc ist schon mal etwas langsamer. Sehr praktisch ist. So. Wilfried, du gehst mal am besten wieder hier in Deckung. Andreas, du versorgst immer noch Redfields. Könnte auch Jen ihn versorgen? Jen, nein, du kannst das nicht. Aber Karnim. Karnim, du kannst es doch. Okay, dann lassen wir Karnim mal versorgen. Das ist vielleicht besser. Brauchen auf jeden Fall die Pistole jetzt im Kampf noch. Okay, da kommt er. Sappi. Du bist ein Schütze. Wow. Okay. Kriegen ein bisschen Angst. Okay. Sappi ist einmal getroffen. Andreas, komm. Oh, Roland, komm, treff ihn nochmal.
Na, lauf, Andreas. Lauf. Na, auf Roland bitte schießen. Schieß auf Roland. Okay, einer ist weg. Und der andere, könnte der mal bewusstlos geschlagen werden? Okay, du musst. Doc ist getroffen. Sienna, komm du mal mit. Oh, komm, Slappy. Ein Schlag. Na. Oh. Wieland. Wieland, Wieland. Wilfried. Okay, wie machen wir das jetzt? Kann du schießt auf Doc. Nicht triffst du ihn. Triff ihn. Treff ihn, treff ihn, treff ihn. Nein! Oh, ein Kopfschuss. Okay, gehen wir in den Nahkampfangriff. Okay. Komm schon. Doc, nur bewusstlos schwanken. Schade. Okay, aber einen haben wir wenigstens bekommen. Den ziehen wir aus. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Krankenbetten. Sind einige verletzt. Karnim, du dürftest gleich mal verarzten. Behandeln bitte. Sehr gut. Wilfried, du kommst wieder. Du hast einen Schuss und rechtes Bein ist abgeschossen. Oh, ein Waffenhändler. Dann wollen wir mal gucken, dass wir dir ein rechtes Bein wieder implantieren. Beim Waffenhändler können wir gleich mal gucken, ob wir da noch was verkaufen können. Tja, wir haben nur Redfields gefangen nehmen können. Das ist schade. Haben wir noch einen Arzt? Karnim, ja. Karnim, versorg mal bitte Andreas. Erstmal wichtig, die ganzen Leute hier zu versorgen. Was haben wir? Kiefer abgeschossen. Kannst du dann überhaupt noch essen? Nee. Dann implantieren wir ein neues Gebiss noch. Damit du auch noch was essen kannst. Das muss alles Karnim jetzt machen. Das ist nicht so schön. Redfields, bist du eigentlich wieder gesund? Yep. Brauchen wir hier mal kein Krankbett draus. Wir brauchen noch mehr Betten. Und nochmal eine Vorratskapsel ist abgestürzt. Was haben wir hier Schönes drin? Hirschfell. Wunderbar. Können wir alles mitnehmen. Was wir vielleicht jetzt auch noch schnell bauen sollten, sind ein paar Gräber für unsere netten Kolonisten, die da gestorben sind. Und noch einen Forschungsauftrag vielleicht. So. Wie sieht's denn aus, Kanim? Nochmal eine Vorratskapsel. Sehr gut. Okay, dann machen wir das hier mal weg. Koche lecker Mahlzeit und mache eine einfache Mahlzeit draus. Für immer. Aber ohne Fleisch. Das Fleisch können wir nämlich nur für. Also man könnte es auch für einfache Mahlzeiten verwenden, aber bei zum Beispiel einer leckeren Mahlzeit. Können wir das nicht nur aus Kartoffeln machen oder so? Da brauchen wir auch immer Fleisch. Schon wieder ein verrücktes Tier. Oh, das ist auch relativ nah. Muss mal gucken, dass wir das vielleicht kurz ausschalten. Oh, Siena ist auch verletzt. Wilfried kann noch nicht aufstehen. Na gut, dann müssen wir mal Karnim in den Kampf schicken. Okay. Sieht's denn bei dir aus, Jena? Blut und Stärke 5 und Kratzer und Schnitt und so. Ja, aber kann. Bewusstsein kaum. Wilfried müsste ja bald wieder wach sein. Bei Andreas aus, der kann nicht essen.
müsste als nächstes verarzt werden. Ja, sehr gut. Sehr schön. Wilfried. Oh, noch ein Ex-Händler. Händler exotischer Güter befindet sich in der Nähe. Ja, da müssen wir auch gleich mal gucken, dem vielleicht noch was verkaufen können. Mal gucken, ob Karnim mal kurz... Karnim, schau mal kurz, ob wir dem was verkaufen können. Na, natürlich nicht. Schade. Zehner, genau, geh mal. Du. Chirurgischer Schnitt, Zahnprothese. Aber du kannst wieder essen, das ist schon mal gut. Und wenn du dabei bist, kannst du Sienna noch behandeln. Das wäre nämlich auch wichtig. Oh, wunderbar. Okay. Dann machen wir hier mal einen Stopp. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auf jeden Fall, wenn wir Redfields nächstes Mal... Oh, ich habe dem gar keine Medizin gegeben. Hat trotzdem gereicht. Auf jeden Fall Redfields mal rekrutieren. Die Schwierigkeit von ihm ist ja nicht so hoch gewesen, wie ich gerade gesehen habe. Ah, doch, 84. Naja, müssen wir mal gucken. Und natürlich halt die Wohnung hier fertig bauen. Mahlzeiten haben wir mehr als genug fürs Erste. Und natürlich, wir bauen noch mehr Solaranlagen. Vielleicht auch eine Windkraftanlage. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall... Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.